Hier sehen wir ein Beispiel. Die Vorteile der Legetechnik sind, dass wenn die Bilder gut zum Text passen, es eine sehr gute Merkhilfe sein kann. Außerdem ist wenig Material notwendig. Schere, Stift, Papier, eine Kamera oder ein Tablet und eine Aufnahme-App oder die Kamera. Also entweder Stop-Motion oder auch als Video. Nachteile sind, es kann zu wirklich großem Aufwand ausarten, wenn man sich zu sehr in den Details verliert. Und Text und Bild müssen stark vereinfacht werden. Statistiken haben hier nichts verloren, einfache Infografiken sind hier gut aufgehoben. Als Variation kann man so ein Video auch mit einem animierten Erklärvideo machen, zum Beispiel My Simple Show. Das schauen wir uns gleich mal an. Ist ein Erklärvideo für mich und den Lerninhalt, den ich transportieren will, geeignet? Um einen Inhalt zu erklären, reicht es oft nicht, nur schriftliche Erklärungen bereitzustellen. Gerade in Zeiten von Distance Learning kann eine Verbindung von Bildern und Sprache helfen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Inhalt zu transportieren. Bei allen Videos muss auf die Länge und Einfachheit geachtet werden. Vorteile von einem Erklärvideo auf My Simple Show liegen auf der Hand, der Text ist schnell eingegeben, die Datenbank sucht die passenden Bilder und das Ganze wirkt sehr professionell. Leider ist es in der kostenfreien Variante nicht möglich, eigenen Text anzusprechen und der gesprochene Inhalt klingt recht abgehakt. Auch ist ein Herunterladen des gemachten Videos nicht möglich und es kann nur auf dieser Plattform gezeigt werden. Im Endeffekt kann es eine Bereicherung sein, dieses Tool auszuprobieren und dann für sich zu entscheiden, ob es etwas ist, mit dem Sie sich näher beschäftigen wollen oder ob Ihnen eine der anderen Alternativen besser gefällt. Auch die Aufnahme der Hand hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Ein Vorteil ist, dass ich mich nicht als Ganzes zeigen muss, sondern ich kann weitgehend unerkannt bleiben. Es ist relativ schnell umzusetzen. Und auch mit recht wenig Material, also nur das Mobiltelefon, ein Stift, ein Zettel. Die Nachteile sind, dass der Aufbau ein bisschen eine Spielerei ist. Und bis da auch der Ton und das Licht passt, so wie man es gern haben möchte. Die Teil- oder Ganzkörperaufnahme, in meinem Fall nur der Oberkörper. Der große Vorteil, Mimik und Gestik sind mit dabei.
Der Nachteil, der Aufwand. Also ich brauche sehr viel Material, die Kamera, in meinem Fall ein Tablet, dann brauche ich ein Board und wenn das nicht immer an derselben Stelle steht und ich das jedes Mal aufbauen muss, ist das extrem zeitaufwendig. Und wie immer erwähnt, auch der Materialaufwand ist auf der negativen Seite zu sehen. Ich brauche ein Tablet oder eine Kamera, einen großen Hintergrund und natürlich dann auch Computer oder Laptop zur eventuellen Nachbearbeitung. Dafür kann ich den Zuseherinnen und Zusehern eventuell ein bisschen Alltag vermitteln und eventuell auch meine Inhalte besser präsentieren oder auch transportieren. Das war's auch schon zur Teil- oder Ganzkörperaufnahme. Sie können zum Beispiel Ihre eigene PowerPoint gestalten und diese einfach mittels Screencast aufnehmen und mit einem Headset vertonen. Hier eine Aufgabenstellung sowie Recherchehilfen. Sie können die Links anklicken und auch diese kurz herzeigen oder durchscrollen, erklären, was Sie damit zum Ausdruck bringen möchten. Sie können den Schülerinnen und Schülern Tutorials empfehlen, aber ihnen auch ihre Aufgabenstellungen genauer erklären. Hier zum Beispiel ein Spiel aus dem spielerischen Medieneinsatz. Sie können die Steuerung erklären und vielleicht auch den Spielzweck andeuten. Im Fall von Scratch natürlich auch zeigen, wie Schülerinnen und Schüler den Code verändern können. All das mittels einer Bildschirmaufnahme und einfacher Tonaufnahme mittels Headset.